Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei der Aktionär TV und willkommen auch an Andreas Deutsch. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir schauen auf die Bankenwerte und starten mit der Deutschen Bank. Da gibt es jetzt endlich mal wieder zu Wochenbeginn gute Nachrichten. Was ist da passiert? Also es gibt da offensichtlich Entspannung in dieser BaFin-Geschichte, in den Ermittlungen. Also ich muss das mal kurz zitieren. Da heißt es in einem Spiegelbericht, die grundsätzlichen Vorwürfe wie Kontrollversagen und schlechte Aufarbeitung des Libor-Skandals bleiben zwar, würden aber nicht mehr mit Namen verknüpft. Also da hat auf jeden Fall schon mal etwas Entspannung in dieser komplizierten Geschichte. Wir haben jetzt auch hier leichte Entspannung dann bei der Aktie heute. Aber das ist natürlich auch dann eine technische Gegenreaktion nach diesen horrenden Verlusten. Dann am Freitag nochmal über 4% die Aktie dann eingebrochen. Charttechnisch hat sich die Lage dann weiter verschlechtert. Wir haben hier die Marke, also das Jahrestief bei 21,15. Das ist ein 4-Jahrestief. September 2015, da ist die Aktie dann auf 20 Euro runtergegangen. Und wenn man sich das anschaut, also viel Luft ist da jetzt nicht mehr. Also die Frage ist jetzt, warum kommt das alles im Moment so schlagartig? Das sind natürlich auch viele Stop-Loss-Verkäufe da immer noch im Markt, weil Draghi, der EZB-Chef, da die Erwartungen nicht erfüllt hat. Wenn er da positiv überrascht hätte, also wenn er die Leitzinsen dann vielleicht noch weiter gesenkt hätte, darauf hatten wir ja spekuliert im Aktionär, dann wäre es meiner Meinung nach dann auch hochgegangen mit der Deutschen Bank-Aktie. Da hatte ich auch darauf spekuliert, dass man hier wieder die 200-Tage-Linie in Angriff nimmt, ist aber nicht gekommen, hätte Fahrradkette, ist halt leider ausgeblieben. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wo soll der Schub herkommen, dass die Aktie mal nachhaltig dreht? Also im Moment ist es da sehr, sehr mau. Crane hat seine Pläne schon dem Markt kundgetan. Er hat gesagt, das und das will er bei der Deutschen Bank jetzt ändern. Er will sich ja aus Ländern zurückziehen, die nicht viel Geld abwerfen. Er will die Kosten weiter senken im Bereich selber. Also Arbeitsplätze werden da zum Opfer fallen. Er will die Konzernführung auch straffen. Und das ist alles okay, aber es hat den Markt wirklich jetzt nicht besonders überzeugt. Und klar, man muss es auch sehen. Also im Endeffekt wird es so sein, dass er mit den Zahlen überzeugen muss. Die Börse wird jetzt von Quartal zu Quartal schauen, macht die Deutsche Bank Fortschritte bei Gewinn und Umsatz? Wenn sie das nicht macht, wie steuert Crane halt da kurzfristig dann entgegen? Und da ist er ja auch flexibel, hat er sich auch einen guten Job, einen guten Namen in der Branche erarbeitet. Und daran wird die Deutsche Bank sich messen lassen und das wird dann auch im Aktienkurs sich widerspiegeln. Also nochmal, ist jetzt eine lange Rede, die ich da jetzt sage, lange Antwort, aber man muss das ja wirklich dann auch mal so im Detail sehen. Also ich glaube, wenn die Deutsche Bank nicht jetzt hier in den nächsten Quartalen da schon wirklich massive Fortschritte dass die Börse die massiven Fortschritte sehen wird, ja, dann können wir uns dann auf Kurse dann unter der 20 einstellen. Wir schauen mal auf die Commerzbank, die hat jetzt zuletzt auch sich nicht allzu gut entwickelt, eine der schlechtesten Performer auch 2015 im DAX. Die Analysten waren zuletzt aber immer noch recht positiv gestimmt. Ist es weiterhin so? Und sind Sie auch noch ein bisschen positiv gestimmt? Naja, das ist ja auch wieder dieses Problem wie bei der Deutschen Bank. Also eigentlich wäre die Commerzbank-Aktie mehr wert als das, was im Moment da der Fall ist. Aber dann gab es halt diese Sache mit Draghi. Bei der Deutschen Bank gibt es halt noch diese Rechtsstreitigkeiten. Also es ist ja Potenzial da. Wir reden hier von der Nummer 1 und von der Nummer 2 in Deutschland. Aber diese ganzen hausgemachten Probleme bei der Commerzbank halt, die da schon etwas besser abgearbeitet werden, sind bei der Deutschen Bank einfach noch da. Und bei der Commerzbank, da ist es jetzt auch so, dass wir hier sehr viel schon an guten Nachrichten haben, die dann im Kurs schon drin sind. Also da ist das Überraschungspotenzial, das positive Überraschungspotenzial halt einfach schon aufgebraucht. Da kommt es jetzt dann auch wieder drauf an, wie die nächsten Quartalzahlen ausfallen. Also im Moment ist da natürlich so ein bisschen wenig Fantasie. Die Hauptfantasie war Draghi, dass der EZB-Chef da wirklich dann die Leitzinsen nochmal senkt. Das ist ausgeblieben und wir müssen uns damit abfinden, dass der Chart halt sehr schlecht aussieht. Wir haben hier den Kampf mit dem Jahrestief. Ich habe das nochmal rausgesucht. Also die 9 Euro wird jetzt hier diese magische Marke sein. Wenn sie fällt, dann können wir uns dann relativ kurzfristig, müssten wir uns wahrscheinlich dann auf Kurse um die 8,30 Euro einstellen.
Und Sie sagen, die nächsten Impulse könnte es von den Quartalszahlen geben. Das heißt, bis dahin kann man die Aktie erstmal außer Acht lassen und warten, bis dann im nächsten Jahr die Quartalszahlen vorliegen. Also im Umkehrschluss heißt das schon so. Es kann natürlich auch sein, dass der Markt jetzt wieder Hoffnung schöpft. Es kommt ja jetzt die FED-Entscheidung. Aber klar, also der Chart spricht halt jetzt da andere Sachen. Dann schauen wir in den MDAX, hier schon auf die Arealbank. Ja. Was hat sich hier zuletzt getan? Wie ist hier der aktuelle Status quo? Sieht auch schlecht aus. Ja, also, ähnlich schlecht. Ja, also im Moment ist mit Banken hier wirklich kein Start zu machen. Wir haben ja jetzt hier eigentlich ein gutes Unternehmen. Ein Unternehmen, was von niedrigen Zinsen profitiert. Als Baufinanzierer, es wird sehr viel gebaut. Aber es war natürlich auch, es ist eine Aktie, die sehr gut gelaufen ist. Wir haben ja hier neue Hochs gemacht und die dann auch nicht mehr so allzu günstig bewertet ist. Also ich denke mal, im Moment ist dann einfach der Markt satt. Wir haben hier sehr viele Gewinnmitnahmen gehabt. Wir haben immer noch eine hohe Volatilität, eine hohe Nervosität im ganzen Jahr gehabt und dann auch bei solchen Top-Titeln wie Arealbank, wo man denken kann, hat sich deren Geschäftsmodell jetzt entwickelt. Also wir haben ja hier bei der Arealbank einen sehr konservativen Vorstand, der eher sehr bescheiden bleibt und sagt, okay, wir müssen mal schauen. Aber trotzdem hat der Vorstand oft positiv überrascht. Und jetzt letztens die Aussagen würde ich jetzt auch nicht so überbewerten. Also ich glaube trotzdem, dass es hier immer noch ein funktionierendes Geschäftsmodell ist, gute Rahmenbedingungen durch die niedrigen Zinsen. Und ich denke mal, dass wir auch hier, wenn sich der ganze Markt jetzt beruhigt, und wenn man auch weiß, wo man bei der FED und bei der EZB dann dran sein wird, dann denke ich mal, dass es hier auch dann mittel- bis langfristig wieder nach oben gehen wird. Und jetzt kurzfristig drohen noch neue Tiefstände? Auf jeden Fall. Also Tiefstände, nein. Also aber die Jahrestiefs, wir sind ja jetzt auf ein neues Jahrestief gefallen zum Start der neuen Woche. Also das ist jetzt im Moment, also wer jetzt im Moment einsteigt, der muss schon gute Nerven haben. Also der Chart spricht eher dafür, dass es da nochmal kurzfristig runtergeht. Also nicht allzu viele Erfolgsaussichten oder Potenzial hier bei der Bankenbranche. Schauen wir mal, wie es bei Mastercard sich gestaltet. Da sehen wir noch schon viel positiver das Bild. Richtig, genau. Also Mastercard ist auch einer der Top-Favoriten für 2016. Da ist natürlich die Spekulation, dass die US-Konjunktur sich weiter erholt, dass der Konsum weiter anspringt. Und da ist natürlich Mastercard ein Profiteur par excellence für. Und dann natürlich auch dieser Weg dann vom Bargeld weg. Also es gibt ja Ökonomen, führende Ökonomen, die sagen, wir brauchen kein Bargeld, das stört einfach nur Bargeld. Wenn es Bargeld weggäbe, dann hätten wir auch zum Beispiel weniger Kriminalität, weniger Drogenkriminalität. Es ist natürlich immer ein bürokratischer Aufwand. Und Mastercard hat sich hier darauf eingestellt, Sie kennen alle die Karten, jetzt mit dem Masterpass, der ist in Deutschland gestartet, das will man ja auch PayPal angreifen. Also da ist auf jeden Fall ziemlich Musik drin und der Chart, gut, klar, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Marktschwäche. Wir hatten es ja oft hier, dass die Aktie dann immer den Ausbruch versucht hat, hier dann auch mit dem Fehlsignal jetzt wieder runtergegangen ist. Aber sie hält sich immer noch über der 200-Tage-Linie, sieht charttechnisch wirklich gut aus und fundamental auch. Hoher Marktanteil, hohe Margen und deswegen hier auch wirklich ein Top-Unternehmen. Lohnt sich aktuell der Einstieg, wenn man noch nicht investiert ist? Also ich würde schon, ja. Gut. Dann schauen wir mal, ist es auch ähnlich beim nächsten Wert, den wir uns anschauen wollen? Lohnt sich auch hier der Einstieg bei Ferratum auf dem aktuellen Niveau? Ja, das ist ja auch mal ein schöner Chart. Also müssen wir jetzt auch mal ganz klar sehen, mal festhalten, wo wir diese ganzen schrecklichen Bank-Charts sich uns angucken mussten. Also hier, natürlich hier ein mustergültiger, mustergültiger Ausbruch hier. Dann natürlich auch in diesem schwachen Marktumfeld am Freitag dann die Aktie dann auch wieder runtergekommen, aber hält sich immer noch hier über der Ausbruchslinie. Es ist ein relativ junges Unternehmen, Fintech-Unternehmen. Es gibt ja Stimmen, Brad King, der Visionär aus Amerika, selber Unternehmer, der hat ein Buch geschrieben, Breaking Banks, wo er den Untergang der Banken prophezeit, wo er einfach sagt, die Fintechs, zum Beispiel Fintechs, Robo-Advisors, die arbeiten einfach effizienter. Die brauchen auch keine Filialen mehr. Filialen kosten Geld und wir haben alle das Smartphone, wir haben alle Apps, da kann man sich das runterladen. Man kann auf die Homepage gehen, sich einen Kleinkredit bei Ferratum dann leisten. Da sind wenig Kosten dabei und das spiegelt sich auch im Chart wieder. Also man kann hier wirklich von einer neuen positiven Zukunft in der Bankenbranche sprechen und da ist Ferratum auf jeden Fall hier so ein echter Geheimtipp. Dann danke, dass Sie den dabei hatten und auch die anderen Werte, Andreas Deutsch. Sehr gerne. Und danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Tschüss und auf Wiedersehen.